Zauberei lernt man nicht auf YouTube. Und es liegt noch nicht einmal daran, dass Zauberei auf YouTube für gewöhnlich nicht besonders gut vermittelt wird. Es liegt auch daran, dass man auf dieser Plattform keine Tutorials für wirklich gute, wirklich besondere Effekte findet. Das bedeutet, dass auf ganz YouTube keiner, ohne Übertreibung, keine einzige Routine erklärt wird, die ich persönlich wirklich vorführen würde. Für mich auf ganz YouTube gibt es nichts, was gut genug wäre für mein Closer-Programm. Und bitte, versteht mich nicht falsch. Ich sage das nicht, weil ich mich irgendwie besonders gut darstellen will. So nach dem Motto, schaut mich an, ich bin so gut, so anspruchsvoll, blablabla. Nein, das würde euch jeder Profi bestätigen. Kein professioneller Zauberkünstler führt Sachen vor, die auf YouTube erklärt werden. Und in dieser Reihe reden wir über die Bücher und die Videos, aus denen man gerade diese Zauberei lernt. Die Zauberei, die gut genug ist, die großartig ist. Und heute gehen wir sogar einen Schritt weiter. Wir reden über Bücher, in denen Kartenmagie gelehrt wird, die so gut ist, dass man das kaum in Worte fassen kann. Zaubereffekte aus den Büchern, über die wir heute sprechen werden, sind stark, gut konstruiert, originell, mit spannenden und unterhaltsamen Präsentationen. Und es ist Kartenzauberei, mit der man nicht nur das Laienpublikum, sondern auch 90% aller erfahrenen Zauberkünstler täuschen kann. Wir reden also heute über die Bücher von Dennis Bär. Wir reden über Handcrafted Card Magic. Und los! Dennis Bär kennt ihr bereits, beziehungsweise solltet ihr ihn kennen, wenn ihr euch ernsthaft mit der Kartenmagie beschäftigt. Er ist allgemein überall anerkannt als einer der besten Kartenkünstler auf der ganzen Welt und da wird mir jeder mit Rang und Namen auch recht geben. Ich habe auch ein Interview mit ihm gemacht auf diesem Channel und ihr findet dieses Interview in der Videobeschreibung. Wir reden mit Dennis in diesem Interview über Zauberbücher, weil er unglaublich viele Bücher gelesen hat und er hat sie auch katalogisiert für sein Conjuring Archive. Dennis hat die Zauberwelt inzwischen mit 3 Büchern bereichert. Alle 3 Bücher sind großartig. Wir reden in diesem Video hauptsächlich über sein 2. Buch, weil das mein persönliches Favorit ist. Ihr solltet euch aber unbedingt alle 3 Bücher holen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann holt ihr euch auch seiner DVD-Reihe Magic on Tap und wenn ihr richtiger Fanboy seid, wie ich, dann holt ihr euch auch noch sein Kartenspiel. Das habe ich auch. Ich habe alles von Dennis. Hab alles. Aber dazu sage ich am Ende von diesem Video noch mehr. Reden wir erstmal darüber, was diese Bücher für mich so besonders macht. Zunächst sind die Bücher von Dennis für mich etwas besonders, weil ich tatsächlich Material aus diesen Büchern vorführe und das ist für mich unheimlich viel wert. Ich habe nämlich einige Bücher hier und ich habe noch mehr gelesen, aber es gibt nicht allzu viele Bücher, die ich besitze, aus denen ich wirklich etwas vorführe. Und das liegt ganz einfach daran, dass ich die Bücher von Dennis relativ früh in meiner Entwicklung als Zauberkünstler für mich entdeckt habe und man findet wirklich selten Kartenmaterial, das besser wäre. Und das ist auch klar, dass es so ist. Dennis hat alle Bücher, die ich besitze, ebenfalls gelesen und noch sehr viel mehr. Und dann hat er das Beste daraus gepickt und mit seinem enormen Wissen und mit seinem Können verbessert. Da ist es einfach nur schwierig, etwas zu finden, was das toppen könnte. Momentan führe ich regelmäßig 3 Routinen von ihm vor und über die Jahre habe ich bestimmt 10 Routinen von Dennis in meinem Programm gehabt. Man findet hier einfach nur starke Kartenmagie und das ist die nächste Sache, die diese Bücher für mich so besonders macht. Starke Kartenkunst. Bevor ich die Sachen von Dennis zum ersten Mal vorgeführt habe, dachte ich, dass ich jede Menge starke Effekte in meinem Programm habe. Meine Zuschauer haben toll reagiert, die waren immer recht begeistert und ich hätte mir gar nicht vorstellen können, dass es da noch sehr viel Luft nach oben gibt. Als ich dann aber zum ersten Mal die Sachen von Dennis vorgeführt habe, habe ich festgestellt, dass es eine komplette neue Ebene an Täuschung und dementsprechend auch an den Reaktionen der Zuschauer geben kann. Das weiß man vorher nicht, wenn man einfach mal hier und da ein paar Kartentricks zeigt, die man sich vielleicht selbst überlegt hat oder irgendwo gesehen hat. Das ist etwas ganz anders, wenn man wirklich krasse, starke Kartenmagie von einem tollen Performer, von einem tollen Entwickler vorführt. Ich habe mit den Routinen von Dennis so starke Reaktionen bekommen. Das war einfach nur krass und seitdem, wenn ich selber etwas entwickle,
dann hat es für mich nur dann eine Daseinsberechtigung, wenn ich mit meiner Arbeit genau dieselben Reaktionen kriege wie mit der Arbeit von Dennis. Das ist so für mich mein Standard geworden. Und was das für Effekte sind, mit denen man so tolle Reaktionen kriegen kann, darüber reden wir jetzt. Mein erstes Highlight sind, wie gesagt, die Routinen, vor allem aus diesem zweiten Buch. Und ja, sollte ich euch wirklich verraten, was ich bei jedem einzelnen meiner Auftritte vorführe, wäre es nicht viel besser für mich, wenn so wenig Menschen wie möglich wissen würden, wie toll das Material in diesem Buch ist? Ist es nicht dumm, dafür zu sorgen, dass noch mehr Menschen Sachen performen, die auch ich performe? Und ja, es ist vermutlich dumm. Aber ich will nun mal, dass ihr die beste Kartenkunst kennenlernt, die ich kenne. Und hier ist sie. Wir fangen an mit dem Herbert, dem trainierten Gummiband in diesem Buch. Für mich ohne jeden Zweifel eins der besten und der unterhaltsamsten Kartenkunststücke, die es überhaupt gibt. Ich kann euch gar nicht beschreiben, wie toll die Reaktionen sind, die man bekommt, wenn man Herbert in sein Programm aufnimmt. Ich sage euch nur so viel, Herbert wird euch die Show stehlen. Es wird euch passieren, dass Menschen nach eurem Auftritt sich über nichts anderes unterhalten werden als über Herbert. Dann gibt es noch The Green Card. Das ist die Routine, über die ich gerade gesprochen habe. Das ist die Routine, die mir gezeigt hat, wie stark Reaktionen auf Kartenmagie überhaupt sein können. Ich habe mit dieser Routine zum ersten Mal erlebt, dass die stärksten Reaktionen nicht immer darin bestehen, dass Menschen klatschen und applaudieren und schreien. Nach dieser Routine wissen die Menschen gar nicht, was sie machen sollen oder was sie sagen sollen. Die sitzen einfach nur da und die können nicht fassen, was da passiert ist. Die sind einfach nur perplex. Ich führe diese Routine immer noch fast genauso vor, wie Danny sie beschrieben hat. Und ich kann mir im Moment nach wie vor keinen besseren Abschlusseffekt für einen Close-Up-Set vorstellen. Messi Director Shuffle ist eine Triumphroutine von Dennis Bär und Pete Hartling. Und die ist der Hammer. Das ist nicht nur einer der überzeugendsten Triumphroutinen, die es überhaupt gibt. Diese Routine kann etwas, was keine andere Triumphroutine kann. So, mehr will ich euch gar nicht verraten. Den Rest müsst ihr selbst rausfinden. Und das ist, wie gesagt, nur das zweite Buch. Über die drei Bücher sind noch mehr tolle Routinen verteilt, die ihr eins zu eins genauso in euer Programm übernehmen könnt und eure Zuschauer werden sich bei euch bedanken. Ein Wort der Warnung, alle Routinen, über die ich gerade gesprochen habe, sind auf jeden Fall nicht einfach, eher für Fortgeschrittene gedacht. Aber in dem Fall für dieses Material, da lohnt es sich wirklich, die entsprechende Arbeit zu investieren. Mein zweites Highlight ist die Routine Plop aus dem ersten Buch. Und hier geht es mir weniger um die Routine, sondern vielmehr um das tricktechnische Prinzip, das im Zusammenhang mit dieser Routine erklärt wird. Ich will euch hier erneut nicht zu viel verraten. Wenn ihr aber mit einem memorisierten Spiel arbeitet, wird dieses Prinzip eure Arbeit und das, was ihr mit einem Memo-Spiel machen könnt, auf ein neues Level bringen und das wird Dinge ermöglichen, die ihr euch gar nicht vorstellen könnt. Ja. Apropos Memo-Spiel. Dennis ist einer der weltweit führenden Experten auf diesem Gebiet. In seinem ersten und dem zweiten Buch findet ihr die Kapitel Finding the Way Home und Home Again. Wenn ihr mit dem Tamaris-Deck arbeitet und die Arbeit von Dennis Bär und Pete Hartling noch nicht kennt, dann wird das, was in diesen Kapiteln steht, euer Denken über die Arbeit mit einem memorisierten Spiel komplett auf den Kopf stellen. Da ist so viel möglich, da kann man so viel, allein schon aus dem Tamaris-Deck kann man so viel rausholen, das ist unvorstellbar. Made in Season aus dem dritten Buch, was? Das ist unglaublich. Da müsst ihr selbst einfach nur diese Bücher durcharbeiten und Sachen entdecken, die sind toll, die sind fantastisch. So Leute, ich hoffe, dass ich euch diese Bücher ein bisschen schmackhaft machen konnte. Bedenkt bitte, auch wenn ich Dennis kenne, auch wenn ich mit dem ein bisschen befreundet bin, er hat mich nicht gebeten, dieses Video zu machen. Er weiß noch nicht einmal, dass ich dieses Video mache. Demnach, wenn ich euch auf seine Webseite verweise und euch seine Produkte empfehle, verdiene ich selbstverständlich nichts dran. Dennis hat für die Zauberszene, für unsere Community Großartiges geleistet, tolles Wissen geteilt, auch mit seinem Conjuring Archive umsonst so viel zu unserer Kunst beigetragen. Da hat er es einfach nur verdient, dass wir ihn unterstützen. Deswegen mache ich dieses Video und ich mache es natürlich auch deswegen, weil ich möchte, dass ihr die beste Kartenmagie lernt,
die man lernen kann. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass dieses Video für euch hilfreich war. Viele Menschen wissen schon, wie toll Dennis ist und jetzt wissen es hoffentlich ein paar Leute mehr. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit seinen Büchern. Das war Oisim Young. Tschüss.